Deutschland will anders als die USA und Großbritannien sein diplomatisches Personal nicht aus der Ukraine abziehen. Das sagte Außenministerin Annalena Baerbock der französischen Zeitung Ouest-France. Ihre Botschaft an die Regierung in Kiew sei, dass man die wirtschaftliche Zusammenarbeit ausbauen wolle. Ein Abzug des Botschaftspersonals würde nur Präsident Putin in die Karten spielen. Der russische Machthaber baut unterdessen seine Drohkulisse weiter aus. Außer Bildern von Soldaten und Panzern veröffentlichte Moskau jetzt auch Bilder vom Manöver einer mobilen Raketeneinheit. Heute soll sich auf Antrag der USA auch der Weltsicherheitsrat in New York zum ersten Mal mit dem drohenden Krieg zwischen Russland und der Ukraine beschäftigen. Hier in Washington heißt es weiterhin, ein Angriff Russlands auf die Ukraine könnte unmittelbar bevorstehen. Und das hat auch US-Präsident Joe Biden seinem ukrainischen Amtskollegen Zelensky in diesem 80-minütigen Telefonat jetzt klargemacht. Anfang oder Mitte Februar könnte es rein theoretisch soweit sein. Um das zu verhindern, setzen die USA natürlich weiterhin auf Diplomatie einerseits, zum anderen aber auch auf Abschreckung. Zum ersten Mal hat das Verteidigungsministerium sehr detailliert dargestellt, welche Truppenteile denn im Fall der Fälle nicht in die Ukraine, aber nach Osteuropa entsendet werden könnten. Und dazu zählen eben nicht nur Defensivkräfte, sondern auch Offensivkräfte und Offensivwaffen, unter anderem auch Kampfflugzeuge. Das ist das eine. Das andere ist natürlich das Thema Sanktionen. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass Olaf Scholz, der deutsche Bundeskanzler, ich möchte nicht sagen, hierher zitiert wurde für den 7. Februar, also in knapp anderthalb Wochen, sondern hierhin eingeladen wurde. Aber klar ist, das dürfte nicht nur ein höflicher Antrittsbesuch werden, sondern das dürfte durchaus auch unangenehme und deutliche Forderungen in Richtung Deutschland geben. Stichwort natürlich Nord Stream 2, natürlich SWIFT-Abkommen. Also insofern könnte man sagen, muss sich Olaf Scholz hier warm anziehen.